Es ist 19.30 Uhr, Zeit für die Hessenschau. Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Montagabend. Ja, auch heute Abend werden wieder Notfallretter unterwegs sein. Und die werden immer häufiger zu Bagatelleinsätzen gerufen und kommen so an ihre Belastungsgrenze. Wir haben eine Schicht in Frankfurt begleitet. Ja, und so schön hat der Himmel geleuchtet, denn die Polarlichter haben es bis nach Hessen geschafft. Wir schauen aber erstmal in die Erdbebenregion in der Türkei. Genau 3 Wochen ist es her, seit dem ersten heftigen Beben im Südosten des Landes. Viele Ehrenamtliche und Freiwillige sind dorthin gereist, um zu helfen. Genauso wie der Darmstädter Arzt Cihan Çelik. Er hilft in einem Feldkrankenhaus. Das alles hat er auf eigene Faust gemacht, weil es ihm einfach keine Ruhe gelassen hat, hier zu bleiben und nichts zu tun. Cihan Çelik hat hier viel Dramatisches erlebt. Der Darmstädter Lungenspezialist ist jetzt Notarzt in einem Feldkrankenhaus in der türkischen Provinz Hatay. 7 Tage schon, fast ununterbrochen. An Schlaf sei wenig zu denken, die Belastung groß. Er sehe viele Schicksale, die ihm sehr nahe gehen. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie schrecklich diese Dinge sind. Da kommen Patienten, ältere Menschen, die sagen, sie haben ihre Enkelkinder, Teile von ihren Enkelkindern aus den Trümmern gerissen. Also es gibt nichts, was einen auf so etwas vorbereitet. Keinen Menschen, natürlich auch keinen Helfer. Denn sowas kommt einfach nicht vor. Kein Helfer kann sagen, ich habe das schon 2-3 Mal erlebt. Zum seelischen Schmerz kommen bei den meisten Patienten Kältefolgen, Knochenbrüche und Magen-Darm-Probleme. Oft, weil sie in provisorischen Zelten leben müssen. Dieser 44-Jährige musste sich aus schweren Trümmern befreien. Seitdem hat er starke Rückenschmerzen. Çelik sagt, es gäbe hunderte solcher Fälle jeden Tag. Ich hatte einen Patienten, der berichtet hat, der bis 18 Familienangehörige verloren hat. 18 Familienangehörige, die haben in einem mehrgeschossigen Haus gewohnt. Das ist zusammen komplett eingestürzt. Und da ist man einfach sprachlos. Da sitzt man beisammen, dann weint man auch zusammen. Um seinen Einsatzort herum im Gebiet bei Antakya so viel Zerstörung, so viele Opfer, so viel Leid. Er hatte den Drang, unbedingt zu helfen, sagt der 36-Jährige. Im Klinikum Darmstadt ist der Lungenfacharzt bekannt als Corona-Spezialist. Jetzt hilft er als Freiwilliger im Erdbebengebiet. Zeit zum Nachdenken über die Situation gäbe es hier kaum. Momentan gibt es keine Verarbeitung. Momentan wird funktioniert, momentan wird gearbeitet und ich bin ja erst seit wenigen Tagen hier. Es sind Leute, die seit 18, 19, 20 Tagen dabei sind. Die sind Menschen, die davon, Helfer, die davon berichten, dass sie Leichen und Leichenteile aus den Trümmern gezogen haben. Und sie haben keinen Moment gehabt, in dem sie bearbeitet haben. Viele Patienten seien immer noch geschockt. Auch weil es sehr viele Nachbeben gibt und stehengebliebene Häuser doch noch zusammenstürzen könnten. Immer wenn es ein stärkeres Nachbeben gibt, kommen Menschen mit Angst- und Panikanfällen tatsächlich hierher. Die Kinder weinen, die Kinder schreien, die können das nicht verstehen. Die bekommen Flashbacks in die Nacht, als das passiert ist. Übrigens auch ganz grauenhaft, in welcher Situation das war. Das ist mir auch nicht ganz klar gewesen. Aber wenn die Menschen das 1:1 schildern, dass dieses erste Beben mitten in der Nacht passiert ist, in dem es strömend angefangen hat zu regnen und Blitze eingeschlagen haben und die Häuser sind alle eingestürzt. Also auch die nicht so religiösen Menschen hier berichten davon, dass sie gedacht haben, das ist jetzt der Weltuntergang. Çelik verteilt auch Medikamente im Umkreis des provisorischen Krankenhauses. Eine normale Gesundheitsversorgung existiert im Erdbebengebiet nicht mehr, sagt er. Man sei auch Ersatz dafür. Viel harte Arbeit. Wie lange kann man das aushalten? Ich glaube nicht mehr lang. Diese Intensität, das kann man nicht so lange durchhalten. Daher ist es auch so, dass die Kollegen, die aus der Türkei freiwillig hier in das Erdbebengebiet einreisen, die haben meistens Einsatzzeiten von 1 Woche. Denn danach kann man nicht mehr so gut funktionieren. Mehr als 1-2 Wochen schaffe auch er nicht. Cihan Çelik will bald zurück sein. Die erschütternden Bilder und Fälle werde er aber so schnell nicht vergessen. In Kassel soll aufgeräumt werden und dazu gehört den hier, Paul von Hindenburg, von der Liste der Ehrenbürger der Stadt zu streichen. Vor 90 Jahren hatte er Adolf Hitler zum Reichskanzler gemacht und so den Weg in die Diktatur geebnet. Heute Abend entscheiden die Stadtverordneten darüber, ob sie Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerschaft aberkennen oder nicht. Im Stadtbild hat sich in Sachen von Hindenburg schon länger was getan.
Der Bebelplatz in Kassels Westen, Mitte der 80er Jahre. Da ist der Name von Paul von Hindenburg schon längst getilgt. Bis 1947 stand hier Hindenburgplatz. Benannt nach Paul von Hindenburg. Paul wer? In der Schulzeit mal gehört, das ist aber auch schon wieder 15 Jahre her. Ach ja, der Hindenburg, naja, der Reichsherr, ja, der Hitler, da eine Macht gebracht hat, den, ja, den alten General. Paul von Hindenburg stand im Ersten Weltkrieg an der Spitze des Militärs. Hier mit preußischer Pickelhaube organisierte er nach der Niederlage Deutschlands von Kassel-Wilhelmshöhe aus die Demobilisierung. In dieser Zeit wurde er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Heute gilt er als Miterfinder der antidemokratischen Dolchstoßlegende. Eine ambivalente Persönlichkeit, die, sage ich mal, noch bis in die 30er Jahre ja gehypt wurde. Ja, die Dolchstoßlegende ist ja die tatsächliche Idee, dass das deutsche Heer im Felde unbesiegt geblieben sei. Also tatsächlich war im November 18 ja kein alliierter Soldat auf deutschem Staatsgebiet. Und das unbesiegte Feldheer ist quasi durch die Heimatfront verraten worden und deswegen quasi unverdientermaßen eine Niederlage, die er eigentlich in Person auch mit zu verantworten hatte. Der General wurde später Reichspräsident und ernannte Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler. Jetzt soll Paul von Hindenburg auf Antrag der SPD und der Linken aus der Liste der Kasseler Ehrenbürger gestrichen werden. Eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde ist formal schwierig, weil die mit dem Tod bereits erloschen sei. Wir halten es allerdings geschichtspolitisch für tatsächlich ziemlich wichtig, dass wir das nicht nur einfach stillschweigend begraben und gleichzeitig auf der Website der Stadt Kassel weiterhin so tun, als wäre Paul von Hindenburg noch Ehrenbürger. Das Weiterführen in einer Liste ist ja auch für die anderen Bürgerinnen und Bürger, die auf der Liste noch stehen, im gleichen Atemzug wie mit Hindenburg genannt zu werden, aus meiner Sicht nicht schön. Die Grünen in der Jamaika-Koalition wollen einen eigenen Antrag einbringen und den der SPD und der Linken ablehnen. Weil er uns zu sehr danach klingt, als wollen die beiden Fraktionen die Fehler der Vergangenheit unter den Teppich kehren. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass diese Fehler deutlich bleiben, sichtbar bleiben, auch um dann möglicherweise daraus lernen zu können. In diesen Minuten tagt die Stadtverordnetenversammlung und streitet noch um den richtigen Umgang. Soll Paul von Hindenburg von der Liste gestrichen werden oder nicht? Das gibt's nicht so oft bei Bürgermeisterwahlen. In Nauheim, südwestlich von Frankfurt, wird ein Los entscheiden, welcher Kandidat gegen den parteilosen Roland Kappes in die Stichwahl gehen wird. Die Nachrichten mit Claudia Schick. Ja, das ist wirklich ungewöhnlich, denn dort gibt es eine Pattsituation. CDU-Kandidat Max Hochstetter und Rosalia Radosti von der SPD kamen beide auf exakt 796 Stimmen. Eine Pattsituation. Morgen wird nochmal nachgezählt. Bleibt es bei dem Gleichstand, muss das Los dann entscheiden, wer von beiden in die Stichwahl gehen wird. 21 Jahre später ist der Mord an einer jungen US-Soldatin in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis offenbar gelöst. Die damals 19-jährige Soldatin war erstickt worden. Die Frau war im vierten Monat schwanger. Jetzt hat das FBI den mutmaßlichen Täter in Florida festgenommen. Der inzwischen 42 Jahre alte Mann war damals ebenfalls in einer Kaserne der US-Armee bei Hanau stationiert. Details zu einem möglichen Motiv oder zum Tatablauf sind bisher nicht bekannt. Dem Angeklagten droht im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe. In Bensheim im Kreis Bergstraße ist es gestern Abend zu einer Massenschlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft gekommen. Polizei und Rettungskräfte mussten mit einem Großaufgebot ausrücken. In einer Zeltstadt waren gegen 19 Uhr drei Bewohner mit einer Eisenstange auf zwei Frauen losgegangen und hatten dabei eine Bewohnerin am Kopf verletzt. Daraufhin kam es zu Tumulten in der Flüchtlingsunterkunft. Mehrere Dutzend Bewohner griffen die Männer an. Die Polizei brachte die verletzten Angreifer in ein Krankenhaus. Insgesamt sind in Bensheim 800 Flüchtlinge in der Zeltstadt untergebracht. Wenn ein Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs ist, dann denken wir automatisch, dass er auf dem Weg zu einem Schwerstkranken oder Verletzten ist. Dafür sind die Notfallsanitäter wie Johannes Mildenberger aus Frankfurt ja auch eigentlich ausgebildet. Doch nicht immer ist der Einsatz so dramatisch, dass man dafür extra den Notruf wählen muss. Rettungssanitäter, die sind sowieso schon knapp und solche unnötigen Einsätze verschärfen die Situation. Wir durften eine Schicht begleiten. Das System ist total ausnutzbar. Ich rufe an, dann kommt jemand und ich werde dann versorgt. Was er meint, wird auch diesmal schnell klar.
Wir sind halt kein Taxi, müssen wir mal sagen. Vor allem Bagatelleinsätze bringen den Rettungsdienst an die Überlastungsgrenze. Wenn man dann halt zu Fällen fährt, wo von vornherein klar ist, ja, da können wir eigentlich nichts machen, sondern auch nur sagen, suchen Sie Ihren Hausarzt auf, das frustriert dann auf Dauer schon. 6.30 Uhr bei der Johanniter-Unfallhilfe in Frankfurt-Bockenheim. Wir begleiten Notfallsanitäter Johannes Mildenberger und Azubi Mark Rumpf bei ihrer 12-Stunden-Schicht. Sie rechnen auch diesmal mit unnötigen Einsätzen, die sie oft Zeit und Nerven kosten. Aber das lässt sich natürlich am Ende immer nur dann bewerten, wenn wir wirklich hinfahren. Und genau das ist das Problem und macht ja eben auch die hohe Auslastung, weil man es halt vorher nicht weiß. Denn am Notruftelefon dramatisieren einige die Lage, sagt Johannes, aus Bequemlichkeit oder weil sie keinen Termin beim Arzt bekommen. Der erste Einsatz gemeldet eine gestürzte Person. Manchmal stellt sich in so Fällen natürlich auch raus, dass der Sturz vielleicht schon vor einigen Tagen war, die Person gehfähig ist und auch selbstständig einen Hausarzt oder eine sonstige Versorgungseinrichtung hätte anfahren können. Diesmal aber ist ein 80-Jähriger zu Hause gestolpert. Was ist Ihnen denn passiert? Sind Sie gestürzt? Er schafft es einfach nicht mehr, allein aufzustehen und hat keinen zum Helfen. Wir konnten jetzt keine schlimme Verletzung feststellen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Auch der demografische Wandel treibt die Einsatzzahlen nach oben, sagt Johannes. Immer häufiger versorgen sie ältere Menschen, die oft eher ein Fall für den häuslichen Pflegedienst wären. Das heißt, wir haben ganz viele Menschen, die kein wirklicher medizinischer Notfall sind, aber selbstständig nicht in Versorgungseinrichtungen kommen, sei es der Hausarzt oder halt ärztlicher Bereitschaftsdienst oder Klinik. Und dann entwickelt sich eine vielleicht Bagatellerkrankung natürlich zu einem medizinischen Notfall. In Frankfurt sind die Rettungsdiensteinsätze über die Jahre um 50% gestiegen. Die Zahl der echten Notfälle aber bleibt konstant. Der nächste Alarm, wieder dringend und wieder Zeitdruck. Die Autos vor dem LKW mal geradeaus weiterfahren, auch über die rote Ampel. Was sie noch nicht ahnen, die Eile ist unnötig. In einem Schnellrestaurant soll ein Gast heftige Kreislaufprobleme haben. Doch vor Ort nur ein Mann, dem übel ist, und das nicht erst seit heute. Ein Fall für den Hausarzt, nicht für die Lebensretter. Das Problem ist, wir sind halt jetzt nicht dafür da, um Leute zum Arzt zu fahren. Ja, wir sind halt für Notfälle da. Das ist jetzt wissen, wir verstehen sein Problem. Doch der Mann besteht auf einen Transport in eine Arztpraxis. Es wird diskutiert. Wir sind halt kein Taxi, müssen wir mal sagen. Also wenn er jetzt nur Übelkeit und Erbrechen hat, ist das nicht schlimm. Eine Dreiviertelstunde bindet sie dieser Einsatz. Zeit, in der sie für lebensbedrohliche Notfälle nicht verfügbar sind. Das klingelt gerade schon wieder. Ja, also tatsächlich informiert uns jetzt die Leitstelle, dass es ein erhöhtes Einsatzaufkommen in der Stadt gibt. Das ist jetzt eigentlich genau der klassische Fall. Wir stehen jetzt bei einem für uns nicht initiierten Einsatz. Und rundherum gibt es halt aktuell keine oder nicht ausreichend Rettungswagen. Weil viele nicht wissen, an wen sie sich mit Übelkeit oder Fieber wenden sollen, wählen sie die 112 und blockieren Kräfte, die woanders benötigt werden. Ja. Jetzt ein echter Notruf. Zwillingsbabys haben Reinigungsmittel geschluckt und brauchen wirklich schnelle Hilfe. Nur im Gesicht ist es rot. Ist das cool. Also sonst ist die Hautfarbe ganz normal irgendwie, oder? Nach der ersten Untersuchung bringen sie die Babys zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik. 14 Uhr und einige Aufträge später noch keine Zeit für eine Pause. Auch weil an diesem Tag krankheitsbedingt 3 von 35 Einsatzwagen ausfallen. Der Frankfurter Rettungsdienst ist personell am Limit, Fachkräfte kaum zu finden. Zwar gäbe es genug junge Bewerber, wegen hoher Belastung aber springen einige schnell ab. Wir haben mittlerweile schon Auszubildende, die sich in der Ausbildung schon entscheiden, ja, sie machen die Ausbildung zwar fertig, um sie nicht abzubrechen, aber das ist auch der einzige Grund, ja, weil sie in der Ausbildung schon feststellen, dass es kein Beruf ist, den man wirklich lange ausüben kann. Ein Biss ins Brötchen, mehr Zeit bleibt heute nicht fürs Mittagessen. Sie müssen wieder los, wieder Alarm. Diesmal geht es ins Gallusviertel. Eine Seniorin hat angerufen wegen Schwindel. Wir messen jetzt mal das Herz durch mit einem EKG. Auch ihre letzte Patientin am Abend ist nicht lebensbedrohlich krank, damit ein Fall für den ärztlichen Bereitschaftsdienst, nicht für die Johanniter Notfallretter. Das Fazit nach 12 Stunden: Von 7 Einsätzen waren 4 keine Notfälle. Und dennoch rauben sie Johannes und Marc wertvolle Zeit, die ihnen vielleicht schon später fehlen könnte, um Menschenleben zu retten.
Über den Winter haben viele ihre Fahrräder im Keller eingemottet, doch so langsam werden die da wieder rausgekramt. Übermorgen ist meteorologischer Frühlingsanfang. Und auch wenn es noch ganz schön kalt ist, scheint in Hessen im Moment immer häufiger die Sonne. Und damit wollen sich wieder viele aufs Rad schwingen. Doch nach der langen Winterpause muss das Fahrrad erstmal wieder fit für die neue Saison gemacht werden. Und das merken auch die Werkstätten. Ganz schön viel los in der Werkstatt von Fahrrad Böttgen in Frankfurt-Bornheim. Werkstattleiter Michael Warkoszewski und sein Team haben ordentlich zu tun. Reifen, Bremsen, Licht, das Frühlingsprogramm für jedes Fahrrad. Jetzt beginnt so die Saison, jetzt wo die ersten Sonnenstrahlen kommen. Und dann holen die ganzen Kunden ihre alten Räder aus dem Keller. Die sollen wir wieder fit machen. Der Andrang ist wirklich sehr groß im Moment. Also seit Corona ist es extrem gestiegen, ja. 30 Räder pro Tag, mehr als eine Woche Wartezeit. Kosten für die Frühjahrsinspektion 40 bis 80 Euro. Bei diesem E-Bike müssen Gänge und Kette ausgetauscht werden. Nach über 5000 Kilometer sind sie verschlissen. Und dem Fachmann entgeht kein Detail. Viele E-Bikes sind mit zu wenig Luft unterwegs. Hier bei dem Rad sieht man gut, dass er das ein bisschen hat schleifen lassen. Man sieht dieses Muster. Das prägt sich nach längerer Zeit ein, wenn man mit zu wenig Luftdruck fährt. Diese E-Bikes, in dem Fall, der kriegt 3,5 bis 4 Bar. Und viele Kunden unterschätzen das. Was kann man tun? Ich wollte meinen alten Haiger zur Kontrolle einfach bringen. Vorne bei der Annahme immer wieder Nachschub und erste Kontrolle. Bei Petra Lochners altem Schätzchen klappert der Dynamo und das Licht muss erneuert werden. Auch wenn es alt ist, sie bleibt ihrem Fahrrad treu. Das habe ich vielleicht jetzt schon so 20 Jahre und das lasse ich einfach hier jedes Jahr einmal kontrollieren aus Gründen der Sicherheit. Frisch repariert und fertig zum Abholen ist dieses Rad. Kunde Christoph Nolden freut sich. Er hatte es viel zu lange unrepariert im Keller stehen. Schönen Tag noch. Danke. In der Tat war jetzt so, neues Jahr und langsam wird es wieder schön. Da war so ein bisschen der Anlass, das dann endlich mal abzugeben. Zurück in der Werkstatt. Ein schickes Jugendrad, das aber hinten immer platt wird. Also schneller Schlauchwechsel. Manches sollten die Kunden aber unbedingt immer selbst checken, rät der Mechanikermeister. Wenn ich merke, dass der Bremshebel bis zum Griff geht, weiß ich, aha, da stimmt was nicht, meine Bremsbeläge sind runter. Und hin und wieder tatsächlich mal alle 2 Monate, im besten Fall jeden Monat, mal den Luftdruck checken. Das reicht auch mit einem festen Druck. Vorne ein Notfall. Bei jedem Treten knackt hier hinten irgendwas. Ich weiß nicht, Michael Prayon-Blaschke hat seit einer Woche ein Firmen-E-Bike und es klappert beim Schalten. Ärgerlich. Das heißt, bei Bergauf. Aber verzichten will er trotzdem nicht auf das neue Jobbike. Auch beim Straderfahren? Ja, ich habe schon lange kein Auto mehr, weil das in Frankfurt überhaupt nichts bringt. Bin bislang immer ÖPNV gefahren, aber das nervt mit der Zeit. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, so ein Dienstfahrrad, Firmenfahrrad zu bekommen. Und da habe ich sofort ja gesagt. Für den Frankfurter gibt es jetzt eine Turbo-Behandlung, damit er am nächsten Morgen ohne Geklapper wieder zur Arbeit fahren kann. Für das Werkstattteam geht es aber weiter. Jede Menge Räder, die hier mit viel Leidenschaft repariert werden, um fit in den Frühling zu starten. In Gießen und in Offenbach bleiben morgen unter anderem die Kitas dicht. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Die Gewerkschaft Verdi ruft dort zu Warnstreiks auf. Auch Kunden der Gießener Sparkasse, der Agentur für Arbeit sowie des Offenbacher Jobcenters könnten vor verschlossenen Türen stehen. Zudem wird in Gießen der Müll nicht abgeholt. Mit der Ausweitung von Warnstreiks will die Gewerkschaft in Mittelhessen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Verdi fordert 10,5% mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Commerzbank ist zurück im DAX. Seit heute zählt das Geldinstitut mit Sitz in Frankfurt wieder zu den inzwischen 40 Mitgliedern im deutschen Aktienindex. Möglich wurde die Rückkehr des DAX-Gründungsmitgliedes durch den Rückzug des Industriegaseherstellers Linde. Der Aktienkurs der Commerzbank kletterte dadurch gleich zum Börsenstart nach oben.
Ja, man büffelt und büffelt für die Schule, aber richtig praktisches Wissen ist oft nicht dabei. Mit der Auszeichnung Leben, Lernen leicht gemacht haben heute Verbraucherzentralen Schulen ausgezeichnet, die das anders machen. 11 Schulen aus Hessen sind in diesem Jahr dabei, darunter auch die Förderschule Martin Buber aus Gießen. Wie mache ich Spülmaschinentabs kostengünstig und umweltschonend selber? Wie repariere ich ein Fahrrad? Wie gehe ich mit sozialen Netzwerken um? Durch Kurse und im Schulunterricht werden die Schüler hier ganz konkret auf solche Alltagsfragen vorbereitet. Eins der wichtigsten Ziele bei uns in der Schule ist, dass die Schülerinnen und Schüler an der Gesellschaft teilhaben können, und zwar so selbstständig wie möglich. Und man kann nicht an der Gesellschaft teilhaben, ohne dass man gleichzeitig Verbraucher oder Verbraucherin ist. Und deswegen ist das eben ein wichtiges Bildungsziel auch für unsere Schülerinnen und Schüler. Am Morgen in Berlin die Preisverleihung. Zwei Lehrerinnen der Martin-Buber-Förderschule nehmen die Auszeichnung in Gold entgegen. Aus Hessen werden auch die Ursulinenschule Fritzlar und die Hohe Landesschule Hanau mit Gold ausgezeichnet. Hessen liegt damit im bundesweiten Vergleich ganz weit vorne. Einmal im Leben die Polarlichter sehen, das steht bei vielen Menschen wahrscheinlich auf der Bucketlist, ganz weit oben. Und dafür reisen die meisten zum Beispiel nach Island, Finnland oder Schweden, weil man die da zu bestimmten Zeiten besonders gut sehen kann. Aber so weit muss man gar nicht fahren oder fliegen. In der vergangenen Nacht haben es die Polarlichter sogar bis zu uns nach Hessen geschafft. Das ist schon sehr außergewöhnlich und auch sehr schön. Ein Naturschauspiel und das mitten in Hessen, in Braunfels. Es war einfach Wahnsinn. Also ich hätte mir das nie erträumen lassen, dass ich jemals von hier aus ein Polarlicht fotografiere. Polarlichter sieht man normalerweise nur in nördlichen Ländern wie Skandinavien. In Deutschland sind sie eher selten, wenn überhaupt, dann in Norddeutschland. Hier in Hessen passiert das vielleicht alle 10 Jahre einmal, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, Polarlicht hier aufzunehmen. Und dann ist es aber meist bewölkt. Und das ist also ein absolutes Glück. Die Astronomie hat es dem Diplom-Ingenieur angetan. Mit speziellen Kameras fotografiert er in seiner Freizeit den Sternenhimmel. Das hat so ein bisschen Magie, diese Aurora, dass die bis hier rüber wabert und man das dann bis hier hinsehen kann. Und dass es Teilchen aus dem Weltraum sind, die unsere Atmosphäre zum Leuchten anregen. Das ist einfach spannend. Ein magischer Moment. In Hessen ist das Polarlicht rötlich, während es im Norden eher grün wird. Doch wie entstehen eigentlich Polarlichter? Die Sonne ist aktiv, schleudert Plasma ins All, das ist elektrisch geladen. Und wenn das auf die Erdatmosphäre trifft, wird es abgelenkt in Richtung Pole. Und dort kommt es eben in die Atmosphäre rein. Und dieses elektrisch geladene Plasma regt Sauerstoffatome an zu leuchten und Stickstoffatome. Und das sind dann die unterschiedlichen Farben in 100 bis 200 Kilometern Höhe. Das Himmelsschauspiel sieht auch Stefan Krause mit seiner Frau in Oberursel. Sie konnten es von ihrem Balkon aus mit dem Handy aufnehmen. Mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Es gibt da so Seiten, wo man checken kann, was der Sonnenwind macht, wie aktiv der ist. Dann hat er sich routinemäßig geguckt und meinte, dann guck du auch mal, das sieht interessant aus. Dann habe ich gesagt, ja, mach doch mal ein Probefoto. Und dann ist er raus und hat mit dem Handy ein Foto gemacht. Und da war dann eben Polarlicht drauf zu sehen. Doch die Polarlichter sind nicht ganz ungefährlich. Die elektrischen Ströme können Schäden anrichten, weiß Markus Röllig. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel in extremen Fällen auch Stromnetze auf dem Erdboden betroffen sind. Es gibt also dokumentierte Fälle, wo große Umspannwerke, Transformatorenanlagen quasi Kurzschlüsse erlitten haben, durchgeschmolzen sind durch solche Events. Doch wenden wir uns wieder der Schönheit des Himmels zu. Vielleicht schon heute Abend. Also es schadet nichts, die Augen offen zu halten, wenn man im Taunus spazieren geht, abends nochmal und mal den Blick zum Himmel zu richten. Wie Oliver Stieler. Er präpariert sich für heute Abend. Vielleicht hat er ja wieder Glück. Ein Fußballfeld ist ganz klassisch rechteckig, das wissen wir. Allerdings ist der Platz des TSV Ernsthausen von klassisch doch ziemlich weit entfernt. Denn da hat das Feld eher die Form von einem Trapez, wie man hier auch ganz gut erkennen kann. Aber egal wie, gekickt wird da trotzdem. Keiner kommt gerne hier zum Fußballspielen her, weil sie denken, sie verlieren.
Der rechte Winkel kommt hier in den Toren vor. Das war's dann auch. Das Spielfeld des TSV Ernsthausen ist nichts für Symmetriebesessene. Denn hier ist nichts gleich lang oder gleich groß. Keine Seite, keine Ecke. Die Torauslinie hier rechts ist sogar ganze 12 Meter kürzer als die gegenüberliegende Seite. Rechte Winkel sucht man hier vergeblich. Der Rasen des Kreisligisten ähnelt schon eher einem Trapez. Aber warum können Sie hier nicht richtig messen? Die Form ist gegeben aufgrund dessen, dass die Hatzbach hier parallel verläuft. Also ein Bach, der leider nicht umgelegt werden konnte, um den Platz halt gerade zu bauen. Auf der einen Seite der Bach und auf der anderen Seite grenzt schon die Straße. Deshalb ist die eine Platzhälfte etwas gequetscht worden. Aber ist der Platz mit den schiefen Maßen überhaupt regelkonform? Denn immerhin wollen die Fußballer in der Kreisliga B in Marburg-Biedenkopf auch Punktspiele absolvieren. Der Platz ist abgenommen. In 67, 68 wurde der Platz abgenommen vom Kreisfußballrat. Insofern sind wir ganz tiefenentspannt. In den Satzungen der Fußballverbände stehen außerdem nur Mindestmaße und die sind hier erfüllt. Von rechten Winkeln ist dort keine Rede. Nun aber zum Wichtigsten, dem Fußballspielen. Das klappe ganz gut auf dem schiefen Platz, aber... Ganz ehrlich, am ersten Training, ich glaube, die ersten drei Bälle, die ich rüberspielen wollte, sind alle im Ausgelandet, weil man ist was Breiteres gewohnt und man muss sich da wirklich erst dran gewöhnen. Aber einmal dran gewöhnt haben die Ernsthäusener beim Punkt- oder Pokalspiel durch den trapezförmigen Platz sogar ein kleines Ass im Ärmel. Da drüben das Tor zu verteidigen, ist schmal, ist klein, da kommen viele Vereine nicht mit zurecht. Und wenn wir gut drauf sind, können wir das halt relativ schnell ausnutzen und dann hat man den Heimvorteil. Und ein bisschen stolz sind sie hier schon. So einen leicht scheppen Platz hat eben nicht jeder. Ich würde es nicht ändern. Die Gegebenheiten kennt hier jeder aus dem Dorf. Das macht auch unseren Sportverein aus, dass der Platz so ist. Und viele mögen das auch, weil sie vielleicht auch etwas weniger laufen müssen. Aber jetzt den Bach umzulegen oder zu verrohren, da Eingriff in die Natur muss nicht sein, jetzt um einen Sportplatz größer zu machen, finde ich. Am 12. März beim nächsten Heimspiel wollen sie hier auch gegen den SV Großdelheim 2 den schiefen Heimvorteil optimal ausnutzen. Ja, und das war's von uns. Hier geht's gleich weiter mit der Tagesschau und danach kommt Kampf ums Klima und dass die Energiewende in Deutschland kaum vorankommt. Und wichtig ist auch noch das Wetter, das hat Simone Kienast und Nachrichten. Mhm. Aber auch nochmal. 21:30 Uhr gibt's nochmal die späte Hessenschau. Tschüss, bis morgen. Tschüss.